Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ich nehme jetzt jeden Abonnent und jeden Zuschauer von jung bis alt mit auf meine Reise zu dem Thema Erdöl. Was passiert ohne Erdöl auf unserer Welt? Sind wir dann alle tot? Diese Frage, die möchte ich klären mit euch und mit mir. Ja, mache ich erstmal meine Vorstellung. So, ja, genau. Ich habe heute dieses Thema Erdöl gesucht oder ausgesucht, weil es einfach ein sehr spannendes Thema ist. Und dieses Thema ist so geil, dass es selbst, vergesst die Lehrer, was die alles erzählen. Die erzählen nur Scheiße. Wenn ihr zum Beispiel jetzt an die Tankstelle geht, hättet ihr dann gewusst, dass im Erdöl auch urzeitliche Tiere stecken, urzeitliche Pflanzen? Weil Erdöl an sich ist ja nichts anderes als urzeitliches, verrottetes Zeug. So sieht es nämlich aus. Und das bedeutet, es kann tatsächlich sein, dass wir einen urzeitlichen Hai in unserem Tank haben, ohne dass ein T-Rex ins Meer gestürzt ist und eben dann sich unter dem Meeresboden abgelagert hat, also ist nach unten gesunken. Da haben sich Sedimente, also Sand, über dieses Tier geschoben und dieses Tier hat sich verfault. Es ist verfault. Bakterien haben es zersetzt zu einem Erdölprodukt. Und das sind extrem viele Tiere, die in so Erdölsachen stecken. Das sind teilweise urzeitliche Wälder, die einfach so zack vernichtet wurden und dann wurde alles zu Erdöl. Man weiß also nie, was man in einem Produkt hat, in einem Erdölprodukt. Das heißt, eine Plastiktüte kann tatsächlich einen urzeitlichen Fisch beinhalten, der mal vor vielen Jahren ausgerottet wurde. Aber gehen wir mal wieder auf dieses Thema Erdöl ein, was sehr spannend ist. Und zwar 1859 wurde zum ersten Mal im großen Stil Erdöl gefördert. Es war in Pennsylvania, USA, Vereinigte Staaten. Und da gab es ja diese Erdöltürme. Und dort wurde das Erdöl aus der Erde geholt. Für diese Petroleumlampen. Und dann kamen die Hersteller und haben gesagt, hey, also wir bieten dir Öl an zu einem Standard. So. Und so kam auch dieses Wort Standard Oil. Ja, Standard Oil. Übrigens wird ja Erdöl heute gemessen, und zwar nach einer ganz besonderen Maßeinheit, was viele auch gar nicht wissen. Und da könnt ihr mal euren Lehrer wirklich richtig fertig machen. Und zwar ein Barrel. Was ist denn das? Das ist die Maßeinheit für Erdöl und die beträgt 159 Liter. Das bedeutet 159 Kilo, wer aufgepasst hat. So, 159 Kilogramm. Jetzt frage ich euch mal, was schätzt ihr denn, was ist der Erdölverbrauch täglich in Liter? Jetzt schreib's mal in die Kommentare. Du erfährst es natürlich jetzt gleich, aber wir wollen jetzt mal sehen, was passiert. Schreib in die Kommentare, was die tägliche der tägliche Erdölverbrauch in Liter ist. An einem einzigen Tag. Was in unsere Flugzeuge gepumpt wird, in unsere Autos. 14,5 Milliarden Liter werden täglich verbrannt. Und Erdöl, was einmal verbrannt wurde, ist weg. Für immer und ewig. Weg. Zack, boom, das ist nicht wie Wasser, wenn ich es verdampfe, geht es nach oben in die Atmosphäre und dort geht es dann wieder runter in die Erde oder es geht als Regen ab. Nein, das ist ganz, ganz anders. Es ist weg. Und jährlich werden auch ganze 89 Millionen Ölfässer verbraucht. 89 Millionen Ölfässer, eine unglaubliche Zahl, oder? Wenn man mal überlegt, dass ein Ölfass 159 Kilogramm wiegt. Da merkt man schon, wir haben es echt drauf. Wir Menschen verbrauchen den Rohstoff Erdöl. Aber was passiert, wenn es kein Erdöl mehr gibt? Jetzt, genau jetzt, lasst uns jetzt mal Gott spielen. Zack, das ganze Erdöl ist weg. Was passiert? Die Autos, die wir haben, fahren nicht mehr, weil das ganze Erdöl aus den Tanks ist. Flugzeuge bleiben stehen,
weil sie keinen Treibstoff mehr haben. Und was passiert natürlich noch? Genau, die Plastikproduktion, sie geht ein. Kein Plastik mehr. Oh mein Gott. Und die Medikamente, die bestehen auch aus dem größten Teil aus Erdöl, das fällt ebenfalls weg. Versteht ihr? Das ist unglaublich, was passiert, wenn Erdöl weg wäre. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo in New York bin, komme ich nicht mehr zurück. Ich müsste also mit einem alten Kohledampfer rüber irgendwie nach England und dann mit der Kutsche dann wieder hin. Also das, unsere Reisezeit würde sich unglaublich verlangsamen. Es würde alles richtig langsam werden. Unsere Kabel für die PS3, PS4, für Laptops bestehen aus Erdöl. Zack. Nicht mehr verfügbar. Das Internet würde zusammenbrechen, alles Mögliche. Und jetzt kommen natürlich die Leute, die sagen, man könnte auch Öl benutzen. Salatöl. Und wer jetzt im Besitz eines Autos ist, mit einem Dieselmotor, der hat Glück. Weil Dieselmotoren vertragen Salatöl. Also das heißt, ich kann tatsächlich mit einem Dieselmotor mit Salatöl füttern und könnte dann wieder mobil unterwegs sein. Aber man sollte da trotzdem auf Diesel setzen, weil Diesel natürlich besser ist für das Auto und Salatöl nicht unbedingt gut geeignet. Ja, so sieht das nämlich aus. Die Leute werden wieder Sachen recyceln ohne Erdöl und das Elektrofahrzeug wird sich durchsetzen und natürlich unglaublich viele Soja. Soja wird sich durchsetzen. Sojaöle und diese werden dann weltweit angebaut werden. Und die Landwirtschaft wird sich grundlegend ändern. Es wird mehr ölförderbare Produkte gefördert, aus denen man dann künstliches Öl fördert. Und das Landwirtschaftliche für den Menschen, also was er essen kann, das geht dann zurück. Von der klar, der Treibstoff ist der Motor unserer Erde. Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und klar, es ist jetzt ein interessantes Thema, was ich angesprochen habe. Viel interessiert es nicht, aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen und erklären. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.